Hallo und willkommen zurück zur nächsten Aufnahmesession von Generation Zero. Wir sind noch mal zum Bunker zurück, weil wir haben beide die Vermutung, dass wir noch nicht alles gesehen haben. Oh, Errungenschaft. Was? Ich irgendwas. Oh, bist du rausgeflogen? Irgendwas ist hier gerade los. Ja, guck, das meine ich. Jetzt ist meine Stimme wieder weg. Warte mal, ich gehe mal gerade in die Fritzbox rein. Vielleicht ist die Leitung an sich scheiße. Das Kabel steckt der Fnick drin. Ja, ich höre dich ja auch. Wenn ich ohne Kabel. Ja, ich kriege auch schlecht Connections Fritzbox, das ist schon komisch. Ich komme auf Ja. die Fritzbox nicht rauf. Also ich lade dich nochmal ein. Ah doch, jetzt geht er drauf. Raum zu wünschen. Ich verliere nämlich immer die Verbindung zu Steam. Ja, das kann an der Fritzbox liegen. Internet, Online-Monitor, gucken, was die Leistung sagt. Nö, haben eigentlich 75. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Das Einzige, was hier in diesem Menü fehlt, ist, dass man sieht, wie viel Leistung geht denn an was. Vielleicht ist irgendwas eingeschaltet, was sehr viel Leistung aus dem Netz rausnimmt. Irgendein Handy, was gerade was macht, was sehr aufwendig ist oder so. Also es ist eigentlich alles in Ordnung mit der Leitung. So. Lade ich wieder neu ein. So, habe ich. Wahrscheinlich wieder am Spawnpunkt, aber du läufst ja schneller als ich. So, ich bin in dem Treppenhaus. Ja, eine Etage hoch. Oh, da ist die Tür noch abgeschlossen. Siehst du? Schon bei mir. Die Tür ist sogar noch abgeschlossen. Also irgendwas haben wir offensichtlich übersehen. Ist ja nicht abgeschlossen. Wieso geht die da bei dir auf? Dann mach sie auf. Bei mir steht abgesperrt. Hier waren wir doch schon drin. Das ist doch der Schlafsaal. Den Schlafsaal gibt es ja mehrfach. Ja, aber nicht an der Stelle. Hier waren wir definitiv schon drin. Ja. Na gut, dann weiter hoch. Dann mach die Tür auf. Als ob bei dir alles abgesperrt Bei ist. mir ist alles abgesperrt. Geil. Bei mir tut er so, als ob wir den Strom noch nicht eingeschaltet hätten. Ja, dann suchen wir mal den Strom. Wobei das Strom in den Gängen an ist. Größer aus.
Hier wächst es nur einer. Hier sind wir auch letztes Mal lang. Hier müssen wir nicht noch mal lang. Alea, du schubst mich. Wie sollte ich denn dich denn bitte schubsen? Ich bin mal ein weit weg. Ja, jetzt ja, aber als ich gesagt habe, warst du mich am Schubsen. Hier ist ein Turm. Ich guck mal, ob das aufgeht. Es geht auf. Da ist noch irgendwas. Dann kriege ich. Au. Nur eine. Lass mich mitperfen. Wo wir jetzt sind. Na, die Tür ist für mich abgesperrt. Für dich. Der war ja doch nicht so groß. Das ist echt ein Riesenkomplex, ey. Leck mich am Arsch. Ja. Für mich sind die Türen alle abgesperrt. Geil.
Am besten du wartest also bei jeder Tür auf mich. Nicht, dass ich nicht mehr rauskomme. Perfektionismus im Kampf, Stufe 3. Rechts. Ja. Ich stehe gerade auf. Rechten Kisten. Hier geht's hoch. Hier geht's noch weiter. Ja, hier geht's wieder in den Raum. Ich denke, da oben ist unser Ziel. Sieht danach aus, ja. Autsch. Ja, sind diese Biester. Achtung! Hast du alle? Ja, ich hab den anderen. Hier ist was zum Benutzen. Nee, ich kann hier nichts benutzen. Ich kann hier nur eine Waffe nehmen, eine Automatikgewehr 5. Die habe ich aber schon. So, oh, ich habe benutzt. Okay. Das ist hier nichts mehr. Ich habe jetzt mal. Die böse Vermutung, dass wir irgendwie bei den anderen diesen Raum übersehen haben. Du backst auch fürchterlich rum, wenn du durch eine Tür gehst. Das ist unaushaltbar momentan. Das läuft super schlecht. Wo sind wir denn jetzt hier? Achso, doch, ja, das war richtig. Zurück wieder.
Er war richtig. Hat die Orientierung kurz verloren. Aber nochmal zurückgehen, sicher gehen, dass wir da den Räumen nicht übersehen haben. Ja, ist ja auch so ein Zielkreuz. Ich vermute es schon fast. Ja. Ah, ist das gemein. Der war aber auf Wies versteckt, mal ganz ehrlich. Ach, da ist. Was machst du? Ja, sah bei mir nicht wirklich gut aus. Gestern lief das so schön, nee, vorgestern war es ja. Nee, Montag lief das so schön sauber. Hey, ist echt ärgerlich, dass das heute so schlecht läuft. Damit zwei. Ich lauf schon mal vor. Hey, du musst so einsammeln hier. Ich habe eingesammelt alles. Das Blaue bei dem Bildschirm. Nee, ich sag ja, ich kann sowas nicht. Bei mir erscheinen die Sachen nicht. Ich sag ja, der Spielstand ist irgendwie buggy. Hier, ich kann hier nichts einsammeln. Auch nicht. Was meintest du denn? Also ein Wecker. Okay. Wie lange ist jetzt die Folge? 20 Minuten.
Wieso fragst du? Weil ich immer noch aufs Klo muss. Ich dachte, du warst eben. Nee, du warst ja sofort fertig. Da hinten waren wir. Ja. Da waren wir eben auch. Da lang. Da hinten kommt gleich ein Gegner. Sag ich doch. Hier geht's nämlich hoch. Hier geht's hoch. Mhm. Scheiße. Was ist? Ich hab schon wieder was Falsches genommen. Hast du die Seitentür hier auf? Geht nicht. Die geht nicht, okay. Hier waren wir schon, glaube ich. Ja, hier ist wieder der Ausgang. Also von daher wieder rein. Hab ich doch gesagt. Ich will gar nicht sehen, wissen, wie das aussieht, wenn ich laufe. Da sind wir noch nicht lang gewesen. Nix. Ist hier irgendwas in dem Raum? Ja. Dann sag das doch, dann kann ich mir das Reinlaufen sparen. Was ja vom Vorteil ist, wenn man schon so langsam ist. Oh je, schon wieder so ein langer Gang.
Hast du gesehen, da oben drauf ist was, ne? Ja. Warum macht das nicht einfach, wenn ich den Platz wieder frei mache? Warum musst du mich immer wegschubsen? Weil du doch sonst nicht richtig dran kommst. Doch, ich komme richtig dran, das würde ich schon mal sagen. Muss immer hier durch, ne? Ja. Diese Bunker sind riesig. Ich kann es nur immer wieder wiederholen. Ich kann das gar nicht fassen, dass die so riesig sind. Auf jeden Fall haben wir unsere Mission hier erfüllt. Hatte ich den abgesucht? Ja. Brauchen wir eigentlich eine Karte für, hä? Und da geht's wieder raus. Schießt denn hier jemand? Schieß nicht. Hab ich gerade mal den Fehler gemacht. Dann werde ich wieder angeschossen. Entschuldige. Ich rutsche mal runter. Ja, jetzt geht's. Mann, ey. Loot dich zu Tode.
Ich bin stecken geblieben. Ja, ich komme sofort. Nee, du kannst mir nicht raushelfen aus einer Ecke. Ist nur 100 Meter entfernt. Okay. Geh ich schnell mal auf Toilette. Okay. Ja, Leute, und dann enden wir auch an der Stelle einfach mal eine Folge, würde ich sagen. Wenn alle ja schon auf der Toilette ist, kann man das auch direkt dafür nutzen. Ne? Also bis dann, bis morgen. Tschüss.